zusammen. Ich komme gerade aus der Regierungsbefragung hier im Deutschen Bundestag. Kanzlerin Merkel ist heute Rede und Antwort gestanden. Und natürlich ging es wieder einmal um Corona und um die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz von vorgestern. Insbesondere die Osterruhe hat niemand so richtig verstanden. Und deshalb war es gut, dass Frau Merkel, die ja genau diesen Vorschlag gemacht hat, heute ihn zurückgenommen hat und sich dafür entschuldigt hat, was für Unruhe dadurch ausgelöst worden ist. Gerade in diesen Corona-Zeiten, die schon sehr lange andauern, ist Berechenbarkeit und Verständlichkeit des Regierungshandelns besonders wichtig. Und deshalb müssen wir uns jetzt darauf konzentrieren, die Impfung voranzubringen, die Kontaktverfolgung und die Schnelltestung an den Mann und an die Frau in der Fläche der Republik zu bekommen. Und damit nach und nach wieder mehr Freiheitsgrade für die Bevölkerung zu erreichen. Außerdem steht diese Woche auf der Tagesordnung des Deutschen Bundestages endlich der Beschluss über ein Lobbyregistergesetz hier im Deutschen Bundestag. Seit vielen Jahren hat die SPD dafür gekämpft, dass es ein verbindliches, gesetzlich geregeltes Lobbyregister gibt, wo alle Lobbyisten sich eintragen müssen mit einem Verhaltenskodex und wenn dagegen verstoßen wird, kann ein erhebliches Ordnungsgeld verhängt werden. Das ist ein großer Erfolg der SPD, auch wenn wir uns natürlich mehr gewünscht hätten, insbesondere einen sogenannten exekutiven Fußabdruck, aus dem hervorgeht, welcher Lobbyverband sich bei Gesetzgebungsvorhaben an wen in einem Ministerium gewendet hat. Mehr war leider mit der CDU nicht drin. Trotzdem freue ich mich, dass wir diesen wichtigen Schritt hin zu mehr Transparenz in der deutschen Politik jetzt endlich tun können. Das ist ja nicht zuletzt auch eine Konsequenz aus der Maskenaffäre der CDU-CSU. Und jetzt ist aber Zeit für Tee. It's Tea Time.